Nicht alle Meerestiere sind so gefährlich wie der weiße Hai. In diesem Video sehen wir uns die freundlichsten Meerestiere an. Vom Walhai über süße Seekühe bis hin zu einem überraschend sympathischen Tier auf Platz 1, das als Teufel bezeichnet wird, aber in Wirklichkeit fast ein Engel ist. Melde dich schnell mit gedrückter Glocke an, wenn du dieses Video und jedes neue von uns sehen möchtest. Walhai. Wenn Menschen das Wort Hai hören, geraten sie schnell in Panik, denn ein Hai hat in der Regel einen schlechten Ruf. Doch nicht alle Haie sind so gefährlich wie der Weiße. Ein Walhai zum Beispiel ist ein sehr freundlicher Zeitgenosse, vor dem man keine Angst haben muss. Der Walhai gehört zu den Haien und ist sogar der größte Knorpelfisch im Meer. Der Name mag in der Tat Verwirrung stiften, aber Walhaie sind tatsächlich Haie und keine Wale. Sie haben die charakteristischen Eigenschaften eines Hais, wie das Knorpelskelett und die 7 Kiemenspalten auf jeder Seite des Kopfes. Ein Walhai kann eine durchschnittliche Länge von 8 Metern erreichen, während Exemplare bis zu 15 Metern gefunden wurden. Warum gilt der Walhai nun als freundlich? Hat er etwa keine Zähne? Um dir die Wahrheit zu sagen, Walhaie haben 300 Zahnreihen mit insgesamt 3000 Zähnen. Aber keine Angst, diese vielen Zähnchen sind sehr klein und werden, wie bei den Walen, zum Filtern der Nahrung verwendet. Sie jagen also nicht und werden Menschen nicht angreifen, um sie zu verspeisen. Es sind sehr sanfte Fische, mit denen man schwimmen kann. Worauf man aufpassen muss, ist ihr gigantischer Schwanz. Wenn man einem Walhai zu nahe kommt, kann es passieren, dass das Tier unbewusst mit seinem großen Schwanz zuschlägt. Seekühe. Früher wurden schwimmende Seekühe von Seeleuten mit Meerjungfrauen verwechselt. Das liegt daran, dass Seekühe aufrecht im Wasser treiben können, sodass man nur ihre Köpfe über das Wasser ragen sieht. Seekühe sind leider nicht mit Meerjungfrauen verwandt. Sie werden als zarte Giganten angesehen. Es ist verständlich, dass man sich nicht bedroht fühlt, wenn man diese schwerfälligen Tiere sieht, die sich anmutig und friedlich unter Wasser bewegen. Sie gehen auch gerne auf Menschen zu, weil sie von Natur aus neugierig sind und auch Wärme suchen. Obwohl Menschen schon Seekühe aus nächster Nähe gestreichelt haben, dürfen wir nicht vergessen, dass es sich um wilde Tiere handelt und dass wir sie lieber in Ruhe lassen sollten. Wenn Seekühe ein Junges haben und es beschützen wollen, schwimmen sie zwischen dem Eindringling und dem Nachwuchs. Wenn sie sich wirklich bedroht fühlen, schwimmen sie davon. Eine Seekuh ist nicht dafür gemacht, irgendjemanden anzugreifen. Sie suchen stets ihr Heil in der Flucht. Außerdem sind sie völlig an das Leben unter Wasser angepasst und können ihre Nasenlöcher verschließen. Die Seekuh muss mindestens einmal alle 20 Minuten auftauchen, um zu atmen. Wenn sie ein Nickerchen machen wollen, dann muss dies zwischen 2 Atemzügen geschehen. Sie säugen ihre Jungen auch unter Wasser. Die Pflanzenfresser können etwa 4 Meter lang und fast 600 Kilo schwer werden. Hammerhaie. Ein weiterer Hai, den die Menschen nicht fürchten müssen, ist der Hammerhai. Er sieht wegen der einzigartigen Form seines Kopfes beängstigend aus. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Hammerhaie für den Menschen harmlos sind. Insgesamt gibt es 9 Arten, von denen 3 bisher Menschen angegriffen haben. Es handelt sich um den bogenförmigen Hammerkopf, den großen Hammerkopf und den glatten Hammerkopf. Im Allgemeinen sind Angriffe von Hammerköpfen auf Menschen sehr selten. Taucher, die in der Nähe dieser Haie schwimmen, sind normalerweise nicht in Gefahr. Ein gereizter Hammerhai wird zunächst Warnsignale geben, bevor er angreift. Jeder erfahrene Taucher kennt diese Serie von wilden Bewegungen und weiß genau, was er dann zu tun hat. Diese Haie können zwischen 90 cm und 6 Metern lang werden und ein Gewicht von 3 bis 580 Kilo erreichen. Der große Hammerkopf ist der berüchtigste. Gelegentlich weist er kannibalische Züge auf und man kann ihn dabei beobachten, wie er andere Hammerhaie einschließlich seiner eigenen Jungen frisst. Die anderen Arten ernähren sich in der Regel von Fischen, Kraken und Krustentieren. Delfine. Diese Liste wäre ohne Delfine nicht vollständig. Sie sind wahrscheinlich die freundlichsten Tiere im Ozean und von den Menschen sehr geliebt, wegen ihrer Intelligenz und ihren fortgeschrittenen sozialen Fähigkeiten. Sie verstehen sich gut mit anderen Tieren, außer mit Fischen. Wie oft haben sich Delfine mit anderen Tieren angefreundet? Ich bin sicher, du kennst den Film vom Delfin, der sich mit Zeus, dem Hund, anfreundet. Aber auch im wirklichen Leben passieren Freundschaften mit anderen Tierarten. Delfine scheuen sich nicht, um Hilfe zu bitten. Es sind Tiere, die dem Menschen vertrauen.
Ein solcher Fall ereignete sich, als sich ein Delfin in den Gewässern von Kona, Hawaii, einem Taucher näherte, weil ein Haken an seiner Flosse hing. Der Delfin positionierte sich so vor dem Taucher, dass dieser den Haken entfernen konnte. Auf der anderen Seite helfen Delfine auch anderen Arten, wenn sie in Not sind. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Menschen bei Haiangriffen von Delfinen gerettet oder geschützt wurden. Es sind aber auch Fälle von Walen bekannt, die von Delfinen beschützt wurden. Seelöwen. Im Jahr 2017 verbreitete sich ein Video mit einem Seelöwen, der ein kleines Mädchen vom Kai gerissen hatte. Man sieht, wie der neugierige Seelöwe die Menschen auf dem Kai ansieht und wie die Menschen ihn bewundern. Ab und zu kommt er mit dem Kopf hoch und ganz nah an den Kai, bis das Mädchen mit dem Rücken zu ihm gedreht sitzt und der Seelöwe plötzlich zuschlägt. Das Tier packt das Mädchen unerwartet am Kleid und zieht es ins Wasser. Menschen, die früher dachten, dass Seelöwen immer freundlich sind, waren von diesem Video ziemlich schockiert. Von Natur aus sind Seelöwen sehr intelligente und ruhige Tiere. Deshalb wurden sie früher für die Arbeit in Zirkussen ausgebildet. Angriffe von Seelöwen auf Menschen kommen aber gelegentlich vor. Wenn Menschen jedoch sehr nahe an sie herankommen, kann es gefährlich werden. Man denkt, Seelöwen seien sehr verspielt, wie Seeotter. Das ist teilweise richtig, aber ein Seelöwe ist grob und kann leicht einen Menschen verletzen. Männchen sind ziemlich aggressiv, wenn es darum geht, ihr Territorium zu verteidigen. Wenn man nichts über Seelöwen weiß, sollte man diese großen Meeresbewohner einfach nur aus sicherer Entfernung bewundern. Beluga-Wal. Einige Meeresexperten glauben, dass der Beluga-Wal noch viel freundlicher ist als 1000 Delfine zusammen. Sie sagen, dass Delfine manchmal ruppig spielen und sogar dabei beobachtet wurden, wie sie ihre eigene Art angriffen. Ihrer Meinung nach ist der Beluga-Wal der wahre Gewinner, wenn es um das freundlichste Meerestier der Welt geht. Beluga-Wale verkehren auf friedliche Weise mit ihrer eigenen Art. Sie verbringen auch viel Zeit miteinander innerhalb ihrer Gruppe und manchmal vermischen sie sich mit anderen Gruppen. Darüber hinaus sind Beluga-Wale dank ihrer Mimik in der Lage, Gefühle auszudrücken. Im Gegensatz zu allen anderen Walarten können Belugas die Form ihrer Lippen verändern, um eine Reihe von Ausdrucksmerkmalen und Lauten zu erzeugen. Unter der öligen Speckschicht bestehen ihre Stirne aus akustischen Sensoren, die bei der Kommunikation helfen. Wusstest du, dass der Beluga-Wal auch Meereskanarienvogel genannt wird? Dieser Wal kann hochfrequente Töne von sich geben, ähnlich wie Vogelstimmen. Seeotter. Insgesamt sind 13 Otterarten bekannt. Sie können eine Größe von 120 cm erreichen und fast 14 Kilo wiegen. Die meisten Menschen halten den Otter für ein freundlich aussehendes Lebewesen. Sie lassen Menschen normalerweise in Ruhe und stellen keine Bedrohung dar. Sie können jedoch beißen und mit dem Schwanz zuschlagen. Also provoziere sie nicht. Besonders wenn sie ihre Jungen schützen, können sie ziemlich aggressiv werden. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Otter aus dem Nichts angreift. Sie mögen weich und kuschelig aussehen, sodass man mit ihnen spielen möchte. Aber man sollte nicht vergessen, dass sie wilde Tiere mit einem kräftigen Gebiss sind. Also Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern einhalten und niemals füttern. Orca oder Schwertwal. Der Orca wird auch der Killerwal genannt. Dieser Name ist ziemlich übertrieben. Obwohl es fleischfressende Tiere sind, stehen Menschen nicht auf ihrem Speiseplan. Ob das daran liegt, dass wir nicht wie die Nahrungsmittel aussehen, die sie normalerweise verspeisen, oder daran, dass wir einfach nicht schmackhaft sind, ist unbekannt. Aber Orcas scheinen kein Bedürfnis zu haben, uns zu jagen und zu fressen. Im Gegensatz zu manchen Haien greifen Orcas Menschen normalerweise nicht an, es sei denn, sie fühlen sich bedroht. Es sind keine Fälle bekannt, in denen ein Mensch jemals von einem Orca gefressen wurde. In den meisten Fällen gelten Orcas tatsächlich als sehr freundliche Tiere. Der Name Orca kommt daher, dass diese Meeressäuger sehr komplexe, teamorientierte Jagdmethoden haben. Sie jagen oft als gut organisierte Gruppe. Wusstest du, dass diese Delfine aufgrund ihrer Jagdweise als die Wölfe des Meeres bezeichnet werden? Ansonsten verbringen Orcas ihre Zeit mit Ausruhen, Geselligkeit und Reisen mit ihren Familien. In einer Gruppe kann man bis zu 4 Generationen finden, die zusammen schwimmen. Das nächste Tier ist ein riesiger Fisch, der sehr seltsam aussieht.
Um das Video schnell zu verbreiten, stell bitte sicher, dass du uns mit gedrückter Klingel und einem Daumen nach oben abonniert hast. Und jetzt der Mola Mola. Mondfisch oder Lungenfisch? Ein seltsam aussehendes Lebewesen. Die Flossen bewegen sich gleichzeitig, sodass sie wie ein auf der Seite schwimmender Nagelrochen aussehen. Und hast du die großen Augen gesehen? Aber Moment mal, der Mola Mola ist auf seine eigene Weise etwas Besonderes. Der Fisch der Rekorde kann bis zu 27 Tonnen wiegen, bis zu 3 Meter lang und bis zu 4 Meter groß werden, gemessen von Flosse zu Flosse. Insgesamt gibt es 5 Arten. Ein Mola Mola wird 60 Millionen Mal schwerer als sein Geburtsgewicht. Dieser Fisch wächst 500 Gramm pro Tag und kann sehr lange leben, 20 bis 25 Jahre. Da sie groß sind und sich langsam bewegen, sind Mondfische anfällig für eine Vielzahl von Hautparasiten, manchmal mehr als 40 Arten an einem einzigen Fisch. Glücklicherweise hat der Mondfisch einen charismatischen Charakter, der es ihm erlaubt hat, eine Reihe einzigartiger Beziehungen zu anderen Tierarten zu entwickeln, die ihm dabei helfen. Der Mola Mola steht in einer symbiotischen Beziehung zu einer Vielzahl anderer Arten von Möwen bis zu Lippfischen. Die Mondfische signalisieren diesen Arten, wann sie gereinigt werden müssen. Sie schlagen mit ihren Flossen auf die Oberfläche, um die Möwen anzulocken, oder hängen in der Nähe von Kelbwäldern, um Fische anzulocken, die sie säubern. Der Mola Mola ist von Natur aus neugierig und schwimmt ohne Zögern in die Nähe von Tauchern. Dann bewegt er sich seitwärts, damit Taucher ein gutes Bild von ihm machen können. Dieses Meerestier stellt keine oder nur eine geringe Gefahr für den Menschen dar. Seepferdchen. Jeder denkt, Seepferdchen seien unschuldige kleine Meeresbewohner, die keiner Fliege etwas zuleide tun können. Aber wusstest du, dass sie sehr gefährlich sind? Was? Seepferdchen? Nein, das kann doch nicht sein. Doch, pass auf. Seepferdchen sind sehr gute Jäger. Wir denken, dass sie sich kaum bewegen und nur mit der Strömung schwimmen. Aber genau diese Art, sich langsam zu bewegen, erlaubt es dem Seepferdchen, sich seiner Beute ungesehen zu nähern und plötzlich einen Happen zu nehmen. Es bewegt sich so schnell, dass man es kaum bemerkt. Seepferdchen haben ein kleines Maul. Sie ernähren sich von Garnelen, Krustentierlarven und Plankton, das sie mit ihren kräftigen Röhrenschnauzen aufsaugen. Sie haben keine Zähne und können nicht beißen. Aber für den Menschen stellen sie keinerlei Gefahr dar. Sie ziehen es vor, auf farbenfrohen Korallenriffen zu leben, wo sie sich tarnen und sicher fühlen. Hier siehst du, dass sie tatsächlich alles für ein Korallenriff halten, sogar die Hände eines Menschen. Pinguine. Es gibt 17 Arten, die alle auf der Nordhalbkugel leben. Der Kaiserpinguin ist die größte Art und kann eine Länge von 114 cm erreichen. Sie sind sehr gute Taucher und können ohne jede Anstrengung bis zu einer Tiefe von über 500 Metern tauchen. Der längste jemals bei einem Pinguin gemessene Tauchgang dauerte 22 Minuten. Sie sind schnelle Schwimmer, die Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,5 bis 7 Kilometern pro Stunde erreichen. Gento-Pinguine sind die schnellsten mit bis zu 32 km/h. Praktisch für Pinguine ist, dass sie Salzwasser trinken können. Ihr Jagdstil und ihre Ernährung erfordern jedoch eine Anpassung. Eine supraorbitale Drüse über ihrem Auge entfernt Salz aus dem Blutkreislauf. Das überschüssige Natrium kommt dann durch den Schnabel oder durch Niesen heraus. Pinguine sind soziale Tiere, die in Gruppen von Tausenden leben. Einige Arten wählen einen Partner fürs Leben. Die wichtigsten Raubtiere, die Pinguine jagen, leben alle im Wasser. So fühlen sich diese nicht fliegenden Vögel an Land und sogar in der Nähe von Forschern und Touristen viel sicherer. Schließlich auf Nummer 1 das Meerestier, das in Wirklichkeit fälschlicherweise als Teufel bezeichnet wird, obwohl sein Charakter alles andere als teuflisch ist. Dies ist der große Teufelsrochen oder Riesenmanta. Er wird wegen der Volksmärchen von Rochen, die Boote zum Kentern brachten, Teufelsrochen genannt. Aber in Wirklichkeit ist er ein sehr freundliches Tier. Sie können eine Länge von 9 Metern erreichen und etwa 2 Tonnen wiegen. Alle Rochen haben einen flachen Körper, der einem Drachen ähnelt, und sie haben einen giftigen Schwanz. Der große Teufelsrochen hat jedoch keinen giftigen Stachel. Aus diesem Grund ist es für den Menschen nicht gefährlich. Riesenmantas sind sehr neugierig.
Deshalb schwimmen sie öfter um Menschen herum. Taucher können mit großen Teufelsrochen schwimmen, ohne sich zu verletzen. Wusstest du, dass Riesenmantas große Gehirne haben? Das größte aller Fische. Ihre Gehirne haben speziell entwickelte Bereiche, in denen sie lernen, Probleme zu lösen und zu kommunizieren. Sie sind verspielt, neugierig und erkennen sich vielleicht sogar in Spiegeln. Derzeit wird erforscht, wie intelligent Riesenmantas sind. Sie ernähren sich von Plankton und kleinen Fischen, die sie aus dem Wasser filtern. Dafür haben sie große fleischige Kopflaschen, die das Wasser wie ein Trichter in den Mund leiten. Im Falle einer Bedrohung können sie plötzlich schnell beschleunigen und sogar hoch aus dem Wasser springen. Trotz ihres furchterregenden Aussehens und ihrer riesigen Größe sind Riesenmantas für den Menschen nicht gefährlich. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass sie in der Gegenwart von Menschen zu freundlich sind, was sie zu einer leichten Beute macht. Sie werden wegen ihres Fleisches und ihrer Kiemenknochen gejagt, die als traditionelle chinesische Medizin verwendet werden. Welches dieser Meerestiere hast du schon aus nächster Nähe gesehen? Hinterlass deine Antwort in den Kommentaren. Um weiterhin schöne Top 10 Videos genießen zu können, abonniere doch diesen Kanal, drück den Knopf, die Klingel und den Daumen nach oben. Morgen gibt's das nächste Video.